Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde StarCraft 2. 1 vs 1 gegen den Irons auf den Anbeginner-E. Brodos gegen Zerg mit mir, euren Rob bei eurem Bande. Und ich würde sagen, das ist eigentlich nur eine ziemlich kleine Map. Wenn man Two-Base-Push probieren, wenn der Brodos nicht extrem exen möchte. Ansonsten, mal schauen, früher Resin mit ein paar Link. Aber das sehen wir ja dann alles. Oh, wo ist ein Olot? Ich sehe nicht. Oh, da ist er. So, hier, good luck gefahren. Oh, und dann geht's auch schon los. Wir steigen mitten ein. Oh, den nächsten Overlord. Die nächste Drone. Die geht dann gleich noch rüber scouten. Dieser Overlord geht an Position 3. Und wir warten auf den Overlord. Er hat nichts geschrieben, okay. Vielleicht ist er nicht da, mal schauen. So, die letzte Drohne geht dahin. Die Drohne auf die 2 noch legen. Dass ich schnell hin und her schalten kann. Nehmen wir nachher gleich die Echse. Theoretisch bei Minute 1. So, Echse kommt. Was macht die zweite Sonne? Da geht's gut. So, Gas genommen. Weiter hochgedroht. Und der macht die vorne zu. Jo. Er hat noch nichts weiter. Er nimmt jetzt die Echse bestimmt. Ja, er nimmt die Echse. Das heißt, es kommen dann frühe Adepten. Oder es werden mit 2 Adepten oder dann harassen. Vermute ich mal. Gucken wir weiter, ob er was baut. Kommt Cybernetic Core. One Gate Eröffnung. Also nur ein Gate, der müsste langsam mal das 2. bauen. Wir bauen auf jeden Fall das 2. Gas. Du sollst doch da nicht angreifen, meiner. So, und du kannst dann einfach mal hier bleiben. So, noch ein paar Minerals geklaut. Alles schick. Er nimmt das 2. Gas. Wir nehmen Queen dazu. Wir nehmen Speed dazu. Drohne lebt noch. Lückenbär, sie ist drin. Das heißt, wir verschanzen uns hinten. Nehmen schon mal Upgrade für Roaches oder für nachher die Hydras. Vielleicht schaffe ich es heute mal mit den Roach Hydra Busch. Vielleicht komme ich mal so weit. Aber meistens klappt das immer nicht, weil der Gegner dann was anderes vorhat. So, wir brauchen noch eine Queen. Hier ist gut saturiert, dann geht es hier runter. Wir wollen hochtecken. Wir nehmen dann jetzt nur noch Throne und nochmal 4 Linge, falls dann doch die Adepten kommen. Wir müssten theoretisch noch eine 3. Base nehmen. Einfach nur um was saturiert zu haben und nicht saturiert zu haben, um mehr Larven zu haben. So, hier injecten, injecten nicht vergessen. Du baust mir die 3. Base. Den nehmen wir hier. Wir gehen nochmal komplett rein scouten. Ja, er droht komplett hoch. Er hat einen Stalker. Robo. 4 Gator. 3 Gator. 4 Gator kommt. 4 Gate Robo. Das heißt, wir können jetzt schon mal den Hydro Dent dazu nehmen. Hochgetackt haben wir. Noch ein paar mehr Drohnen.
könnte es mit Drops probieren. So, zack, hierhin. Zack, dahin. Da kommt vier Berserker. Wir haben keinen Overlord. Keine gebaut. Jetzt bin ich so Bleiblock, das passt richtig. Richtig, richtig gut, was das gerade. Ja, wurden all in jetzt. Ja, die kann er sich holen, das ist gut, das kostet Zeit. Kann ich noch ein paar Truppen bis dahin bauen. Sein Dropschiff müsste auch eigentlich gleich kommen. So, wir holen uns eine Armee. Kann man wegrennen, wie er will, für die da alles hätte auch fighten können. War jetzt schon genauso teuer wie meine Echse, was er verloren hat. Das gibt wieder sehr viel. Oh, ich komme zurück. Ich bin zurückgekommen, das ist gut. Nicht 5. 5 sind zu viel. So, zack, ihr dahin. Mehr Hydras dazu. Kann ich nicht. Weil er wird bei seinem Push bleiben, wie es aussieht. Er nimmt die dritte. Das heißt, ich muss gleich was tun. Bauen noch eine Makro-Hedge. Die Hedge dazu, die Hedge dazu. Noch ein Gas nehmen. Mehr Overlords dazu. Viel zu viel Minerals. Upgrades kommen dazu. Mehr Hydras. Injecten. Injecten. Hydras. Noch mehr Hydras. Alles was gibt, jetzt in Hydras gepumpt. So, Hydras kommen. Hier können noch mal drei dran. Zack, zack, zack. Das Upgrade ist fertig. Der wird auf Sturm, denke ich mal, jetzt switchen. Oder Arkans. Archons. Muss injecten. Muss mehr Roaches bauen. Mehr Hydras. So, wir gucken mal vor. Was stehen hat. Upgrades können wir jetzt wieder noch nehmen. Hier steht nichts. Wir gehen über die Rocks. Bisschen wenig Roaches. Reicht ja mir nicht, aber das hole ich mir jetzt noch hier, was soll's. Wir brauchen
Wir müssen ein bisschen nachbauen. Das haben wir uns geholt. Müssen wir noch ein paar Drohnen dazu nehmen. Noch ein paar Hydras wieder. Die Base ist noch nirgendwo mit drauf. Die kann noch mit drauf. Roaches. Brauchen mehr Minerals. Jacks dürfen wir nicht vergessen. Jetzt habe ich drei davon, das wollte ich gar nicht. Da können wir aber alle Upgrades nehmen, auch nicht schlimm. Hochtecken. Naja. Was hat er denn für Upgrades? Noch keine. Ist gut. Keine Upgrades ist gut. Aber da habe ich keine bekommen. Wir müssten mal gucken, nicht, dass der hier noch eine Echse hat. Dass der einfach nur noch äxt. Das kann ich nicht gebrauchen. Aber ansonsten passt ja, Echse bekommen. Nee, da hat er noch nichts. Okay, das passt soweit. Machen wir mal den Switch nach oben. Noch den Lurkerbot dazu. Und dann werden wir mal mit Lurkern spielen. Lange nicht genutzt. Und dann müsste ich theoretisch gleich die nächste Echse nehmen. So, Upgrades technisch sieht es eigentlich recht okay aus. Genug Gas habe ich. Ich habe gegen die Tees noch dabei. Nee, also dann muff ich mal ein paar. Bitte injecten. Hallo, danke. Injecten. Injecten. Ihr könnt hier runter. Du kannst eine neue Echse nehmen. So, dann sind wir ja gleich 200. Linke können wir noch dazu nehmen. Hier können wir hochtecken, können wir nicht. So, Lurker. Gleich ist es soweit. Lange nicht gespielt. Nehmen wir noch das Upgrade für die Lurker, wenn es das noch gibt. Das gibt es noch. Brauche ich einen Schwarmstock. Der kommt gleich. Hier ist einer zu viel dran. Hier haben wir noch ein paar Linge. Oh. Da steht noch mehr. Oh, ich will die Linge haben nur. Jetzt nimmt mir alles auseinander, das ist nicht gut. Unsere Streitkräfte mit der Schwarmklasse wird angegriffen. Ja, das ist zu heftig. Ja, GG, das ist vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu und tschüss, euer Rob.